guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Vorweg, wie gesagt, wir wollen heute diskutieren, was das für jeden Einzelnen bedeutet, die Entscheidung oder besser gesagt der Vorschlag des FOM. Wir wollen uns auch nicht an Kritik beteiligen oder an irgendwelchen Verschwörungstheorien oder was man da im Moment liest. Also uns geht es wirklich um eure persönliche eigene Meinung, was ihr davon haltet, von dieser Abstimmung oder von diesem Abstimmungsergebnis. Und da würden wir dann ganz am Anfang jeden Einzelnen bitten, schon mal ein Statement zu machen, dass wir hinterher dann in eine Diskussion kommen, um mal die Vor- und Nachteile auch für euch als Trainer oder wie auch immer nochmal darzulegen. Weil das hat ja alles Vor- und Nachteile und jeder hat ja dazu, glaube ich, seine Meinung. Und ich habe im Vorfeld mit vielen Leuten gesprochen, die nun gesagt haben, was für ein Kram, die Saison muss definitiv abgebrochen werden. Ich bin im Übrigen der gleichen Meinung und habe die auch immer vertreten, habe seit der Zeit mit einigen Leuten weniger Kontakt. Aber okay, das ist nun mal meine Meinung. Ja, dann würde ich einfach bitten, egal wer anfangen möchte, dass ihr mal euer persönliches Statement zu der Entscheidung oder zu der Abstimmung des FOM äußert. Marco, komm, du sitzt oben links, du sitzt neben mir auf meinem Bildschirm. Nee, auf deinem Bildschirm. Ich bin auch eher der Meinung, dass wir hätten abbrechen sollen, gebe ich ganz offen zu, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll, wie die sich das vorstellen, wie das funktionieren soll für meine Mannschaft. Wer ist danach noch da? Gerade in der Jugend, im Jugendbereich, dieses Übergreifende mit Wechseln etc. Ich glaube nicht, dass das funktioniert wirklich. Also gut, jetzt für Urbach, für die erste Mannschaft, glaube ich, spielt es keine so große Rolle, glaube ich, auf Platz 8. Ich meine, so weit sind sie ja nicht weg, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie da oben, spielt es nicht um Aufstieg, spielt es nicht um Abstieg, du bist im gesunden Mittelfeld, also ein Abbruch. Und man weiß ja wirklich nicht, wann es überhaupt weitergeht, wie es weitergeht. Es ist ja alles nur Spekulation von allen Seiten und wie gesagt, für mich ist auch mehr der Abbruch die beste Lösung gewesen und das ist meine persönliche Meinung. So haben die aber auch als Urbach abgestimmt. Okay. Günther, was sagst du dazu? Ja, meine persönliche Meinung, dass der FAM das eigentlich, ja, eigentlich im positiven sportlichen Sinne erstmal gemeint hat. Und hat sich im Hintergrund ein bisschen auf die rechtliche Sache ja, berufen. Das heißt, wenn du jetzt halt abbrichst, ja, das rechtlich geht, ja, oder zumindest ja, es schwierig wird. Man muss einen Verbandstag dann einrufen und da muss es festgelegt werden. Das wäre vielleicht eine Überlegung gewesen, gleich einen außerordentlichen Verbandstag einzurufen, wenn das rein rechtlich geht und dieses Thema dann in diesem außerordentlichen Verbandstag zu machen. So hat man sich auf eine Weiterführung im Präsidium hingelegt. Und dass das natürlich bei vielen Vereinen, jetzt sage ich das mal ganz ehrlich, besonders die Vereine, die höherklassig sind, dass das da auf Schwierigkeiten und Gegenliege stößt, konnte man eigentlich erwarten. Konnte man nicht erwarten. Und das Abstimmungsergebnis zeigt das ja auch, muss ich sagen, dass nach meiner Meinung auch korrekt durchgeführt worden ist und notarielle Aufsicht. Wie es weitergeht, hat eigentlich der Präsident, der einen Ausdruck gegeben hat, gesagt, es wird ausgewertet und da wird es im Präsidium die Situation wird bewertet. Der FOM hat nicht gesagt, in keiner Weise, dass die Situation so ist, dass wenn das Abstimmungsergebnis da ist, dass es auch so stattfindet im FOM. Und man hätte sich können das ein bisschen leichter machen, sage ich mal so. Und wenn ich die Vereine nehme, ich sage das jetzt mal einfach so, die dafür gestimmt haben, ne, und das ist ja im Voting die Hälfte, quasi. Ja, dann muss man sagen, sind das jeder Verein hat seine eigenen Interessen. Ja, seine eigenen Interessen, wenn das da spiegelst, anhand der Tabellenstände, hätte man das mit einem einfachen Satz lösen, indem man gesagt hätte, egal wie, Abbruch oder weiter, es steigt keiner ab. Ja, und es wird quasi, wie sie jetzt halt in Westfalen machen, die Staffeln werden erhöht,
Ja, und die Aufsteiger und der Älteste müssen die Vereine da verlassen, dass es in der Situation dass sauber geregelt wird. Es gibt dann immer mal Härtefälle, aber meine persönliche Meinung, man hat sich das ein bisschen schwer gemacht, durch das man ein Votum ausgehauen hat. Im besten Sinne. Ja. Und ob ich jetzt dafür stimme oder sowas, da muss ich ehrlich sagen, da schwank ich eigentlich momentan. Ja, das wäre mein Statement. Danke. Dirk, was sagst du dazu? Wie siehst du die ganze Situation? Also vielleicht kann ich mir jetzt mal kurz, nur ganz kurz vorstellen, ich bin Trainer der Agrippina B-Jugend, weil ihr scheint euch ja alle zu kennen, ich nicht so. Ich würde mich ja. Trainer der B-Jugend von Agrippina Köln, wir sind im Moment Erster in der B-Jugend und insofern ist das für uns natürlich ein sehr akutes Thema. Ich habe letzte Woche beim 5. Querpass habe ich noch gesagt, okay, ich will eigentlich die Saison weiterspielen, weil ich das sportlich finde. Ich habe dann mittlerweile meine Meinung geändert, also aus dem Grunde, weil ich merke, wie wenig tut auf der Möglichkeit jetzt hier überhaupt mehr Fußball zu spielen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Also man muss ja irgendwann auch wieder Fußball spielen können. Und wir reden jetzt über ein Thema, wo wir gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und der Verband weiß ja auch noch nicht, wann überhaupt wieder gespielt wird. Trainieren darfst du nicht und spielen erst schon recht nicht. Das heißt, das Ergebnis ist natürlich extrem knapp gewesen. Und ich glaube, der Verband hat sich auch vorbehalten zu sagen, okay, wir können das anders machen, weil ich das verstanden habe. Also ich bin mittlerweile auch dafür abzubrechen, vielleicht die Tabellenstände zu nehmen, wie sie sind. Weil so hat man zumindest die Sicherheit, was nächstes man kann neu planen. Planen für die neue Saison, wenn die aber beginnen, weiß ja keiner. Weil im Moment eben so viel Angst ist. Vor diesem Virus, dass wir nicht mehr spielen können. Also es wird schwierig. Die Entscheidung, da kommen natürlich noch juristische Überlegungen rein, wahrscheinlich aber auch für die höheren Vereine. Für uns im Jugendbereich ist es, glaube ich, nicht so relevant. Ob man da jetzt abbricht, ob man den Tabellenstand, da wird keiner klagen gegen. Also. Aber ich kann mir das bei höheren Vereinen schon vorstellen. Das geht nicht, ne? Abbrechen oder gut, wenn es keine Absteiger gibt, gibt es vielleicht auch keiner, die dagegen klagen. Aber insgesamt finde ich, kann ich mich dem, ich habe deinen Namen leider nicht, Günther, ja, kann ich mich schon anschließen. Der Verband hat sich da schon ein bisschen schwer gemacht, da jetzt eine Abstimmung zu machen. Und dann hat er so ein Pari-Pari gegeben. Also, weiß ja keiner jetzt. Was wollen die Vereine? Also, ja, da hast du eine 50-50-Situation im Prinzip. Also, ich halte es für schwierig, ja, da jetzt eine Entscheidung drauf zu. Ruben, deine Meinung dazu? Ja, genau, vielleicht auch für euch in die Runde, ich bin der Trainer von Vorwärtsspur Köln, so nur zum Teil betroffen, einfach weil unsere Mannschaft nun mal in der Regionalliga der Frauen spielt. Für uns ist diese Entscheidung im ersten Moment natürlich extrem überraschend, weil sowohl der Verband Westfalen als auch der Verband Niederrhein sich anders positioniert haben, gesagt haben, man möchte abbrechen. Das ist auch das Stimmungsbild, was wir wohl in der Regionalliga West aktuell haben. Und wir sehen uns aktuell kurz davor, dass wir halt vielleicht dann mit einer Art Saisonüberlappung spielen müssen. Also sprich, unsere zweite Mannschaft, ich habe mit einem Kollegen gestern noch gesprochen, die wissen halt auch noch nicht genau, wie es da weitergeht. Die haben Schwierigkeiten, die Saison erstmal durchzuplanen, zu gucken, wie das funktioniert. Und wir haben halt den Pokal. Wir wissen nicht, wird der Pokal auch später fortgeführt. Wir wissen die Spielertransfers im Sommer. Können wir für die neue Saison Leute verpflichten oder dürfen die aus ihren jetzigen Mannschaften nicht raus? Das ist also, glaube ich, extrem schwierig für unseren Verein. Und ja, was sehr überraschend eigentlich ist, dass offenbar extrem gespalten ist, dass man 50-50 Entscheidungen am Ende hat. Nachdem alle verstanden, das ist für mich sehr überraschend, weil es wie in anderen beiden Verbänden in Nordrhein-Westfalen deutlich anders gewesen ist. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie die Lösungsangebote, wie sie aussehen werden von Seiten des FVM. Aktuell muss man ja davon ausgehen, dass sie vermutlich die Meinungen durchsetzen werden, die sie selbst auch plädiert haben im Vorfeld. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ich glaube, das ist für alle eine sehr, sehr schwierige Situation werden wird, weil es drumherum einfach sehr fraglich ist. Okay. Wahnsinn, bei dir auch eine ganz interessante Situation. Du trainierst im Moment auf den TSV Meerheim in der Kreisliga B in Köln und wechselst zur neuen Saison zum Ligakonkurrenten RSV Urbach.
Wie ist denn die Situation für dich? Auf der einen Seite bist du davon ausgegangen, ab dem 1.7. einen neuen Verein betreuen zu können. Und ja, jetzt hängt ja alles in der Schwebe. Was sagst du zu der Entscheidung des RVM oder zu der Abstimmung? Und wie sieht deine persönliche Situation aus? Ja, hallo zusammen. Die Abstimmung, die ist ja gelaufen online. Natürlich knapp 50,14, glaube ich, Prozent für Weiterführung der Saison. Es ist schwierig, schwierige Entscheidung. Ich finde es nur traurig, dass wir halt von 1.080 Vereinen nur 696 Vereine abgestimmt haben. Hätten alle abgestimmt, die 2 Minuten Zeit sich genommen, vielleicht wäre das Ergebnis anders ausgegangen. Aber es gibt viele Vereine, die hat es nicht interessiert. Jetzt haben wir die Situation, wo halt Mehrheit für Weiterführung der Saison ist ab September, so wie die Plan war. Ich persönlich sage ganz fair, wir wissen alle nicht, was im September ist. Und lassen wir uns nächste Woche überraschen, was die noch in Schublade haben. Wegen meiner persönlichen Situation, ich habe mit TSV vor dieser Krise meinen Vertrag, der jetzt am 15.06. ausläuft, auch so vereinbart. TSV Merheim hat auch einen neuen Trainer gefunden, der das übernimmt. Mit RSV Ober haben wir uns auch geeinigt, das heißt für mich persönlich, ich würde als Trainer den Verein wechseln zum 15.06. Und wenn das nochmal mal wieder im Trainings, wenn die Plätze offen sind, wir dürfen trainieren, da würde ich dann ab den 1.7. RSV Ober trainieren. Ja gut, dann kommen wir zum nächsten. Ich kann die zwei im Moment nicht sehen, aber Apo, bei dir ist ja die Situation auch ganz besonders. Du hast ja am Anfang der Saison den SV Eintracht Hohkeppel übernommen. Ihr seid Tabellenerster und ja, du hast eine völlig neue Mannschaft zusammengestellt. Und jetzt diese Situation, wie kannst du damit umgehen und was sagst du zu der Abstimmung? Ja, ich habe eigentlich letzte Zeit viele mit Freunden, mit Spielern, mit Vorstand natürlich, mit euch auch vor ein paar Wochen so eine Art Konferenz geführt, mit anderen Trainerkollegen. Ja, ich bin nach wie vor bei derselben Meinung, wie ich auch davor hatte. Ja, es ist für mich mehr als nachvollziehbar, wenn man die Saison abbricht, weil man, wie meine anderen Trainerkollegen auch jetzt schon gesagt haben, das macht aktuell keinen Sinn, irgendwie das zu planen, wann die Saison beginnen kann, ob es am 1.9. oder 1.10. ist. Und das größte Problem ist ja nach wie vor, dass die Vereine keine Planungszeit haben, egal in welche Richtung. Und es ist natürlich nicht, oder wenn es so schön, wenn man dann Spieler verliert im Sommer, die ja, aus beruflichen Gründen oder Studium oder aus welchen Gründen auch immer den Verein wechseln müssen. Ja, wir sind ja noch im Amateurbereich und das, ja, auch wenn es jetzt Verträge gibt, laufen auch Verträge aus. Also rein sportlich gesehen kann man auch nicht 100% mit dem Kader planen, wenn es jetzt, wenn man die aktuelle Saison weiter, wenn die Saison weiter fortgesetzt wird. Das ist, da sehe ich das größte Problem. Ja, ob es jetzt im Jugend- oder im Seniorenbereich ist, im Senioren noch ein bisschen mehr. Und deswegen sehe ich da ganz, ganz große Probleme, dass man ja, mit dem aktuellen Kader, ich war jetzt vor 1-2 Monaten schon für die neue Saison und ja, da sind auch Gespräche geführt worden und da gibt es keine Sicherheit, ob du mit demselben Kader jetzt weiter spielen kannst. Ne? Und deswegen bin ich ja, nach wie vor für den Abbruch und damit, dass keiner absteigen soll und dass die oben, die, ja, dass man dann eine Regel findet, dann, wie man mit der Aufstiegsregel hat, macht. Und ja, zum FV, deshalb. Ja, das sind, glaube ich, 1-2 Stimmen mehr, um fortzusetzen. Ist jetzt nicht einfacher für die geworden. Und ich bin trotzdem der Meinung, es wird auch
auch wenn es grundsätzlich diese Corona-Krise nicht war, das ist für alle Menschen auf dieser Welt, denke ich, macht man sich sehr, sehr schwer mit der Entscheidung oder eine Empfehlung, weil andere Verbände, Landesverbände, auch hier unsere Niederrhein, Westfalen, haben sich auch ganz klar positioniert und ich kann es absolut nachvollziehen, dass das auch eine Entscheidung, die nicht einfach ist für den Verband, aber ja, man muss am Ende eine Entscheidung treffen, wo du die meisten hast. Das ist meine Meinung, ganz klar. Abbruch und Aufsteigerung und Absteigerung. Aber wie siehst du das? Also ich persönlich bin ja da in der Situation etwas ja, befangen, was die Bezirksliga Staffel 1 betrifft. Wie würdest du denn da dann praktisch sagen, wenn die Saison abgebrochen werden würde, wer ist aufgestiegen und wer nicht? Nach welchen Regularien? Oder wie ist deine persönliche Meinung? Würdest du sagen, so wer im Moment an erster Stelle steht, ist aufgestiegen? Und was ist mit dem Zweiten, der sich ja eigentlich auch noch berechtigte Hoffnung machen kann? Wie siehst du das? Wenn wir jetzt von unserer Liga sprechen, da ist ja Flittert, ne, dein Heimatverein, auf dem zweiten Tabellenplatz. Und es gibt natürlich auch da ein, zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt ganz normal die Regeln, die vor der Saison getroffen worden sind. Dann sind die zwei besten Zweiten, würden dann aufsteigen von den ganzen Bezirksligisten. Oder man schockt einfach die Liga auf. Das halte ich auch für vernünftig, indem man sagt, alles klar, man nimmt die alle zwei Platzierten mit hoch und man hat dann halt nächstes Jahr ein paar Mannschaften mehr in der Landesliga oder auch in anderen Ligen. Sehe ich nicht so problematisch. Ich meine, die wollen jetzt die aktuelle Saison innerhalb von zwei Monaten beenden, in einer Winter, wo man quasi in die Winterphase geht. Wir sind im Amateurbereich. Da sind viele Vereine am Asche, Rasenplätze. Es sind Tischmannschaften, die also wenn man innerhalb von zwei Monaten Saison beenden soll, sicher eher größere Probleme, als wenn man diese Liga aufschockt. Ja. Rafa, wie ist das Ganze? Kreisliga B, Rhein-Erft, bist du Trainer vom FC Schwadorf, wie siehst du das? Ja, ganz schwierig, ganz schwierig. Also erstmal möchte ich in der Haut von keinem Verantwortlichen des MVM stecken. Weil so eine Entscheidung zu treffen, ist aus vielen Hinsichten her ganz, ganz schwer. Ich bin mittlerweile, ich war lange Zeit dafür für eine Fortführung der Saison, weil ich aber auch gehofft habe, dass wir die Saison lange Zeit Ende Mai wieder anfangen können. Also, dass wir die Rückrunde im Mai, Ende Mai weiter fortsetzen können. Wo das aber beschlossen worden ist, dass das überhaupt keine Option ist, wo man von September ausgegangen ist, war mir direkt bewusst, du kannst die Saison nicht weiter fortführen. Das hat zu viele einschneidige Probleme, die das mitbringt. Das ist über den Jugendbereich, was ist mit den A-Jugendspielern, die im Seniorbereich kommen, was ist mit den ganzen Wechseln, ja, mit den Verträgen, die jetzt zum Beispiel in den höheren Ligen sind, die sind gar nicht gültig. Mein Vertrag ist auch nur bis zum 30.06. gültig, auch wenn wir verlängert haben. Aber das sind halt alles so viele, viele Sachen, die einfach offen sind. Du machst mit einer Fortführung im September, machst du gleichzeitig zwei Saisons kaputt. Nicht nur, dass diese Saison jetzt schon kaputt ist, sondern auch, dass du damit die nächste Saison 2021 kaputt machst. Von daher bin ich für einen Abbruch, was aber auch zugrunde hat, wo ich sage, wie der Abdi das eben sagte, es gibt eine ganz klare Aufstiegsregelung, die am Anfang der Saison festgesetzt worden ist. Diese sollte man zugrunde legen mit dem Koeffizienten der Liga, die Aufsteiger aufsteigen lassen und die Absteiger nicht absteigen lassen. Weil ein Aufstieg ist immer was Positives und ein Abstieg ist immer etwas Negatives. Und das Negative hätte gegebenenfalls noch geändert werden können im Laufe der Rückrunde. Klar, auch hätte es an der Tabellenspitze sich noch was ändern können, aber das ist einfach fair. Wenn jetzt zum Beispiel Hohlkäppitz steht, genauso wie Flittert seit Anfang der Saison, immer oben oder ziemlich oft oben, warum sollte diese Mannschaft nicht aufsteigen? Und mit dem Koeffizienten wäre dann auch zum Beispiel so ein Wehrheim oder so geholfen, weil die haben zum Beispiel ein Spiel weniger
und sind auf Platz 3. Ja, auch wir sagen, das sind Schmarrndorf, obwohl wir nur 6 Punkte hinterm Aufstiegsplatz sind. Abbrechen, Koeffizienten nehmen, Aufstiegsregelung, die festgelegt worden ist, und damit ist allen geholfen. Da kann sich auch keiner beschweren, weil die Tabelle lügt am Ende nicht. Das ist mein Statement. Okay, danke. Daniel Bartsch, in der kommenden Saison U19-Trainer beim SSV Bornheim. Daniel, wie planst du denn im Moment? Wann fängst du an oder wann soll es losgehen und was sagst du zu der Entscheidung? Ja, wann wir anfangen, steht da noch in den Sternen, beziehungsweise ist erstmal vorgegeben, vor September wird ja eh nicht gespielt. Ja, planungsmäßig wird es natürlich extrem schwierig, weil man gerade im Juniorenbereich, wie der ein oder andere auch schon gesagt hat, dass es da schwierig wird zu planen, weil die 2-1er gehen raus zum Beispiel, dann die 2-3er kommen hoch in die U19 und ja, bereits auch wieder anzusprechen, ist natürlich auch schwierig für uns als Trainer, jetzt unabhängig, egal in welchem Bereich, ob das jetzt im Junioren- oder im Seniorenbereich ist. Weil der Verband hat ja auch so, wie ich das mitbekommen habe, gesagt, dass die sich eventuell bis zum 30.06. auch die Zeit nehmen, irgendwann schlussendlich eine Entscheidung zu treffen. Wird natürlich für uns auch extrem schwierig sein, irgendetwas zu planen, ne? Weil die sagt dann auch, wir hätten ja Planungssicherheit, weil die Saison fortgeführt wird oder eventuell fortgeführt wird. Also ich bin da der Meinung, dass es dass halt extrem schwierig wird, irgendwie etwas zu planen oder dass wir alle Planungssicherheit hätten. Ich glaube, das ist jetzt momentan noch schwieriger, weil ich muss ehrlich sagen, es nervt mittlerweile dieses ganze Hin und Her rumgedruckt für die einen oder anderen Verbände, die sagen von frühzeitig jetzt auf einmal ab, dass jetzt abgebrochen wird und wir sind immer noch so ein bisschen in der Schwebe und ja, ich bin auch der Meinung eigentlich, dass wir, also wenn es abgebrochen wird, ne, auf jeden Fall dann Aufsteiger geben sollte, die Ligen auffüllen und das, was der Abo auch gesagt hat, ich glaube, ich persönlich finde nichts Geileres, als wenn ich 18 Mannschaften habe, als immer nur so 12, 13 und davon gehen noch ein, zwei melden sich dann noch ab, ne, während der laufenden Saison oder vor der Saison. Ja, also ich glaube, wir wollen ja alle ein bisschen mehr Spieler haben und vielleicht ist es vielleicht auch günstig, dass es jetzt auch so kommt, ne, wenn es dann so kommen sollte mit den Aufstiegen. Also wieder mit der Planung, da wird es extrem schwierig. Ich glaube, da haben wir aber alle feine Probleme. Und ja, wir müssen einfach abwarten. Momentan ist es echt schwierig. Okay. Jupp, von dir habe ich schon häufig Kommentare im Internet gelesen zu der Entscheidung. Vielleicht sagst du uns das auch nochmal, du spielst mit deinem Verein in der Mittelrheinliga, Essen im Urfeld, sollte eigentlich deine letzte Saison sein und das geht ja jetzt auf eine ganz komische Art und Weise zu Ende. Wie hättest du denn oder was würdest du als beste Lösung präferieren? Also erstmal guten Abend zusammen, ich habe da noch eine ganz andere Sache noch, da muss ich meinen Trainer, der vorher bei 3 Minuten vorher geredet hat, nicht zustimmen. Ich kann nur auf etwas abstimmen, wenn ich auch noch weiß, auf was ich abstimme. Am Freitag bei der Konferenzschaltung wurde ein Konzept dargelegt bei Abbruch oder Weiterspielen. Also wenn ich auf irgendwas entscheiden will, ja, muss ich auch wissen, auf was ich entscheide. Das haben sie leider nicht gemacht. Das Ganze war ja mehr Rechtssicherheit für die Verbände. Ich habe angefragt, wieso die Verbände nicht alle gleich entscheiden. Das geht anscheinend auch. Dann hat mich gewundert, dass Vereine abgestimmt haben, eine Mannschaft haben und aber auch 30. Da haben Mannschaften abgestimmt, die, sage ich mal, Leistungsfußball spielen, ohne es den anderen weh zu tun und auch Hobby. Und da fand ich schon, wenn ich jetzt Vorstand gewesen wäre, hätte ich gar nicht abgestimmt. Weil ich kann nur was abstimmen, wenn ich weiß und von irgendwas überzeugt bin. Ich bin von beiden Sachen nicht überzeugt. Der Verein hat auf Abbruch gestimmt, was auch vernünftig ist. Aber ich selber muss einfach sagen, so viele Unsicherheiten in dem ganzen Konzept von Mittelrhein, da ich nur das Gefühl hatte, dass wir wirklich Rechtssicherheit haben wollten. Und so wenig wirklich, sag ich mal, Angriffsmöglichkeiten. Das Problem bei mir, ich war eigentlich schon klar mit einem anderen Verein. Habe mich in Wesseling eigentlich schon verabschiedet nach 18 Jahren und durch die ganze Aktion war natürlich ein bisschen verändert, weil Verträge
Wir haben Vertragsamateure, wir haben Spieler, die Aufwandsentschädigungen bekommen. All diese Geschichten sind momentan überhaupt nicht machbar. Egal, welche zwei Sachen wir uns entscheiden. Es gibt keine Regelung, wie die Spieler, wie das funktionieren soll, wenn dann im Oktober weiter gespielt wird. Also das komplette Ding, was wir so erzählen und abstimmen, ist eine reine Farce. Das hat man schon in der Zeitung schon gesagt. So viele Punkte, ich weiß gar nicht, dass ich so 500 Vereine nicht abgestimmt habe. Was soll denn abstimmen? Also das Abbruch ist wahrscheinlich, sage ich mal, das Vernünftigste, aber gibt auch kein Problem. Und da finde ich, war das die Geschichte, wo ich einfach sage, weiterspielen oder auch abbruch. Das heißt ja, dass die im September weiterspielen wollen. Wenn ich aber so höre, dass es keine Tabletten gibt, keine Info gibt, ja, gehe ich mal davon aus, dann gibt es dann so Vorschriften, Hygienekonzepte. Und ohne Zuschauer oder Zuschauer, 60 Leute im Stadion, das ist einfach kaputt. Alle beide Dinge sind schlecht. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr im Juni eine neue Saison anfangen. Deswegen hat das Ganze hier, sag ich mal, was hier abgestimmt wird, wenig Sinn. Nochmal, solange keine Tabletten da sind, keine Impfung, kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass überhaupt gespielt wird. Gut, okay. Kommen wir mal zu Lea. Du bist als einzige Frau hier in der Runde vertreten mit deiner Mannschaft, wie ja auch schon dein Trainer Ruben gesagt hat, nicht direkt betroffen, aber ihr seid ja auch innerhalb des Vereins gut vernetzt. Wie seht ihr die ganze Geschichte? Ja, wir sind nicht wirklich betroffen, aber wir spielen jetzt auch seit, keine Ahnung, gefühlt 2 Monaten keinen Fußball mehr. Sehen uns nicht mehr regelmäßig. Es ist natürlich schon ganz komisch, sich halt so nicht mehr auf dem Platz regelmäßig zu sehen. Aber man muss sagen, wir als Mannschaft machen extrem viel. Wir machen regelmäßig Mannschaftsabende über Zoom, um einfach auch so den Kontakt innerhalb der Mannschaft zu halten. Machen Athletiktraining zusammen, haben verschiedene Aktionen auch im Verein organisiert. Also ziemlich viele mit auch über Klopapier-Challenge, mit Live-Training, Tutorials, um einfach so auch als Verein irgendwie zusammenzubleiben. Funktioniert, finde ich, sehr gut, macht auch echt Spaß. Ist aber halt einfach was ganz anderes, weil man halt irgendwie gefühlt mehr Zeit vorm Laptop verbringt und halt eigentlich das, was man ja so gerne macht, den Fußball zu spielen, halt einfach gar nicht mehr tut. Aber also es ist jetzt auf jeden Fall so, dass wir immer noch sehr gut alle in Kontakt sind und dass wir viel voneinander hören. Ja, und einfach darauf hinfiebern, dass wir endlich wieder auf den Platz dürfen. Weil man muss auch sagen, ich finde so die Motivation, sich selber fit zu halten, schwindet mehr und mehr, wenn man einfach kein Ziel hat und nicht weiß, bis wann man das jetzt alles halt machen soll. Deswegen finde ich halt, sollte man auch einfach irgendwann die Aussicht mal langsam haben, zu wissen, auf was man hinausarbeitet oder beziehungsweise wann man endlich wieder halt auf Platz kann. Aber ich habe mich in den vergangenen Tagen mit vielen Spielern unterhalten, die mir alle gesagt haben, ey, es soll angeblich im September weitergehen, die Motivation ist eigentlich gleich null. Natürlich wollen alle eine sportliche Lösung, aber dieser ganze Mannschaftsflow ist ja im Grunde genommen weg. Das, was so eine Mannschaft auszeichnet, sich alle 2-3 Tage zu sehen, miteinander zu trainieren. Und jetzt hört man, dass man in mehreren Monaten anfangen soll. Ihr seid alle Trainer. Wie ist sowas möglich? Wie kann man sowas machen? Oder als Spielerin? Also wie ist denn sowas überhaupt hinzukriegen? Deswegen denke ich immer, diese Regel oder wenn es heißt, ab September soll weitergespielt werden, ich denke immer, dass da einige Leute daran beteiligt sind, die von der Praxis etwas sehr entfernt sind. Ja. Das geht gar nicht. Also wenn ich da anfange, das kannst du überhaupt nicht. Also wir haben es so, dass wir stetigen Austausch mit unseren Spielern sind. Wir haben am Sonntag auch eine Zoom-Konferenz, wo sich alle Spieler einloggen können, um sich mal auch wieder bildlich zu sehen. Du kannst sie aber bis September nicht motivieren, das funktioniert nicht. Also anfangs hielten ja alle Spieler die Laufpläne ein und das ist nach und nach abgeflacht. Weil wo das mit Thema September ist, das da ist das Spiel,
Schluss wieder anfangen sollte, frühestens, und das ist ja auch nur ein großes Fragezeichen, das, du kannst ja nicht wieder bis dahin nicht motivieren, das geht einfach nicht. Du musst Kontakt halten und wie die Politik ja wohl auch gestern gesagt hat, überlegen sie, die Breitensportplätze, also unsere Fußballplätze, zu öffnen unter Auflagen. Aber diese Auflagen können wir doch überhaupt gar nicht erfüllen. Wie wollen wir beim Fußball als Amateurfußballer, als Amateurtrainer eine Gewährleistung irgendjemandem dafür geben, dass wir 1,50 Meter Mindestabstand einhalten? Das funktioniert doch überhaupt gar nicht. Also ich habe die Meinung, dass wir nur über den stetigen Austausch gehen können und abwarten, was die Zeit bringt. Also das sind ja ganz viele Fragezeichen. Der Verband muss jetzt eine klare Linie reinbringen, wie es und wann es weitergehen könnte. Und dann der nächste Step ist, wie geht man mit den Trainern um? Weil auch diese Frage kann dir kein Trainer beantworten, meiner Meinung nach. Mittlerweile mehr. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Einschlaut? Ja, klar. Ja. Also erstmal ist es wirklich nicht einfach, es wird auch schwierig, weil man ja selber auch war zu Hause, den Alltag dann auch hat, was nicht einfach ist. Ich habe zwei Kinder, ich habe auch einen Beruf, kann ich auch vieles von zu Hause aktuell machen, aber man versucht das Bestmögliche zu machen. Wir haben jetzt, nachdem die Saison quasi abgebrochen wurde, vor 6 Wochen, haben wir erstmal 4 Wochen, hat die Mannschaft erstmal einen Plan von uns erhalten. Den haben die jetzt auch 100% umgesetzt. Dann jetzt die letzten 2 Wochen mussten die eigenständig was machen. Und wir haben jetzt vor ein paar Tagen noch auch zusammengesetzt. Und wir wollen erstmal abwarten, wie jetzt der Verband entscheidet. Und dann wäre quasi, wenn die lange ab 1.9., wie ich jetzt gehört habe, wollen die Anfang Oktober werden quasi die ersten Spiele, wenn alles so kommen sollte. Ich glaube, es ist die neue Saison oder die aktuelle Saison wäre, dann hätte man 4 Wochen vor der Vorbereitung. Das wären quasi 3,5 Monate bis zu den Trainingseinheiten. Bei der Jugend vielleicht ein bisschen anders. Und wenn der Verband oder die Regierung jetzt ein grünes Licht gibt, auch auf die Sportanlage, dass wir Sportanlagen dürfen. Und da muss jeder Verein, auch wenn es hat der Rafa schon recht, es ist schon schwer im Amateurbereich, weil das kein Beruf ist, sich an alle Regeln zu halten. Aber ich denke, wir sind jeden Tag am Motzen, am Diskutieren und wann wir auf den Sportplatz können. Also ich bin, ich liebe den Fußball so sehr, dass ich dann, selbst wenn ich in kleinen Gruppen erst trainieren kann und wir uns 2-3 Mal die Woche zum Training dann treffen können, müssen wir uns natürlich an alles halten, mit Abstandsregeln und. Und wir Trainer und Vorstandsvorsitzende haben natürlich die Verantwortung, dass es auch so umgesetzt wird. Also ich muss sagen, ich würde auch vielleicht erstmal noch 1-2 Monate warten, aber wird dann vielleicht so Ende Juli, Anfang August schon mit dem Training beginnen. Aber halt dann in Kleingruppen, wenn grünes Fisch kommt von der Regierung. Ja. Das soll jetzt, glaube ich, Jetzt haben wir alle wieder Bild. Gut, ja. Entschuldige, Apo, weiter. Sorry. Ja, also ja. Bis zum 10.5. wurde der jetzt ja verlängert. Ne? Ja. Wir dürfen jetzt mal nicht auf die Sportanlagen. Und wenn wir dann da wieder grünes Fisch bekommen, bin ich erstmal froh. Und dann werden sich, glaube ich, die Vereine erstmal zusammensetzen mit den Trainern, dass man da auch wie in allen Bereichen sich an die Regeln hält. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich auf das kann, auch wenn es nur in Kleingruppen erstmal ist. Ja. Günther, ich muss dich nochmal fragen. Du bist, ich kenne dich, seitdem ich auch Trainer war, ich kenne dich seit x Jahren. Du hast eigentlich schon alles im Fußball mitgemacht. Hast du schon mal eine solche Situation mitgemacht? Und wie gesagt, ich hatte so vorhin das Gefühl, dass deine Meinung absolut die Meinung des Fußballverbandes mittelrein war. Ich weiß, dass du dich in keine Kiste packen lässt und dass du das alles selber
für dich entscheidest. Aber hast du schon mal so eine Situation irgendwie mitgemacht oder was Vergleichbares? Und kannst du denn zumindest den Zorn von Vereinen nachvollziehen, dass sie sagen, was ist das für eine Rumeierei, warum zieht man jetzt nicht ab, warum zieht man kein Schlüssel, warum beendet man das nicht und fängt irgendwie, wenn es wieder gehen sollte, nochmal Gesundheit gibt vor und fängt einfach komplett neu an? Also, erstmal muss ich sagen, Klaus, das war meine Meinung. Ich habe auch mit seinem Fall hervorgehoben, dass der dass das Sport ist. Ne? Habe gesagt, ich wäre gar nicht mit in die Öffentlichkeit gegangen und hätte das hier auf einen außerordentlichen Verbandstag. Ich hätte einfach nur abgewartet. Ja? Und da hätte ich das vorgestellt und da wäre entschieden worden. Und dann hat man einen Terminplan gehabt, wann wir spielen, ob das jetzt die Saison verlängert ist oder die Saison abgebrochen wird. Weil eins ist ja wohl ganz klar, auch wenn ich eine Saison abbreche, aus rechtlicher Sicht, ja, darf dadurch kein Nachteil für die Vereine entstehen. Und das ist das Entscheidende. Der Fußballverband für die Vereine versucht sicherlich in dem Sinne, dass es nicht angreifbar ist, gegen welche, ja, der Präsident hat ja auch noch aufgeführt, dieses Hin und Her, letztes Jahr in der Bezirksliga aufstehen, ne, wo hin und her, wo sogar Spieltage gestoppt sind. Ne, und das sollte man vermeiden, das ist meine persönliche Ansicht über die ganze Sache. Aber ich habe wirklich auch schon eine Dreierreihe Support geleitet. Diese Situation ist überhaupt noch nicht da. Man hat immer klaren Ablauf und der klare Plan. Und der 30.06. ist in dem Fall Deadline. Und da tut man das Beste, wenn man diese Deadline einhält. Ne? Der Saisonabbruch, ja, ist ja auch für da. Wir sind hier beim Westdeutschen Fußballverband mit Westfalen, Niederrhein und Mittelrhein. Man sollte es vielleicht doch hinbekommen, dass man eine einheitliche Lösung macht. Ja, das hat ja auch mit den folgenden Ligen nach oben auch ein bisschen was zu tun. Dass die Bayern da unten, das immer schon ein bisschen für sich machen, da muss ich ehrlich sagen, ja, das fand ich nicht so. Aber die haben das klar entschieden. Und die sagen ja auch zum Beispiel, dass die Regionalliga da unten später anfangen sollen. Ne? Aber das ist denen ja Sache. Ich finde, dass man bei der Fußballverband Mittelrhein hat nicht, jetzt noch nicht festgelegt. Die haben nur gesagt, die nehmen jetzt das Votum, ja, und du zeitnah Entscheidung treffen. Und ich hoffe, dass man hingeht, Votum, besonders der FF ist, bricht keiner zusammen, abgebrochen wird und dann vom Verband aus das festgelegt ist, wer aufsteigt, hat keine Absteiger, durchaus höhere Staffel. Aber das Warten bis September, das ist schon ein bisschen hart. Ja. Und wie der Rafa vorhin schon gesagt hat, du zerlegst quasi auf die neue Saison quasi. Ja. Ja, also man hat jetzt die Möglichkeit, nächste Woche entschieden, wenn man sich langsam interessieren darf unter bestimmten Bedingungen. Und da muss ich mal sagen, da bin ich auch gestern machen. Ja? Und dann kommt sowieso die Sommer raus. Und da dann weiterzuwarten. Es ist einfach schwierig, die Jungs so lange bis September und dann weiterspielen. Das sind so viele. Jupp hat ja schon gesagt, Vertragsamateure und. Spiel es auf jeden Fall. Das kann man jetzt schon sagen. Wenn die Saison im September weitergespielt wird, spielst du auf jeden Fall doch mit veränderten Mannschaften teilweise. Es gibt Spieler, die wechseln in andere Länder verbinden, wo dann schon die neue Saison läuft. Ne? Ne, ich erinnere Grenzburg und Aachen oder oben bei Heinsberg, die Niederrhein drüber. Das wäre dann halt ein bisschen schwierig. Man muss sich da klar sein, wenn du die Saison spielst, am 9., muss man klar sein, dass doch einige Vereine, besonders im höherklassigen Bereich,
mit einem veränderten Kader spielen. Und ja, das ist schwierig. Der Verband hat das wirklich schwer. Das muss ich zur Ehrenrettung sagen. Aber man hätte, ich hätte keine Abstimmung machen lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich hätte die Vereine direkt auf dem Ausgang geholt. Und dann hätten wir jetzt schon die Zeitbahn gespielt oder die Saison beendet. Und da wären wir dann alle da gewesen. Und nicht hier von 1100 Vereinen, 800 und irgendwie. Ja. Und ich finde das, trotz der Situation, finde ich das schon schwach, dass sich da eigentlich Vereine nicht beteiligt haben. Ne? Damit man eine klare Aussage hat. Ja, das ist meine persönliche Meinung, aber die Situation so an sich habe ich noch nicht erlebt. Aber es ist schwierig, man macht sich das Leben ein bisschen schwierig. Jeder Trainer, jeder Verein, versteht man, dass jeder Verein auch Interesse hat. Ja, eigene Interessen. Und von Berg gesehen, wäre das schon schön gewesen. Ja, wir müssen trotzdem immer warten, was die Politik sagt mit ihren Öffnungen, dass du kein Mannschaftstraining machst und dass du kein so Abstand wie in der Bundesliga jetzt ein Training und genau abgemessen. Ja, das ist auch kein Training. Ja, das ist Bewegung, mal du bewegst die Leute. Und von daher gesehen, ich sollte nur zeitnah jetzt mal eine Entscheidung getroffen werden, was gemacht wird. Das ist, glaube ich, in aller Interesse, egal wie die Sache läuft. Genauso, ja. Wie gesagt, auch bei Saisonabbruch ist keinem Verein, das ist rechtlich Nachteil entstehen. Das heißt, Saisonabbruch, ohne dass die Saison einfach so eingefroren wird und nochmal neu gestartet wird, das gibt es nicht. Darf ich da kurz was sagen zu? Ja, gerne. Und zwar hätte man das alles wissen, wie man, also übergehen können, indem man sagt von vornherein, ja, wir stimmen ab, wenn wir zu Ja plädieren, dann spielen wir weiter, wenn wir zu Nein plädieren, dann gibt es auch keine Widerrufsklärung. Oder? Also so wird ja immer auf das Rechtliche hingewiesen, dass das rechtlich ist und dass wir darauf aufpassen müssen, laut dem Fußballverband, aufgrund der Klagewellen, aber wenn man das ja von vornherein deklariert und sagt, so, wenn wir alle auf, also wenn man auf Nein plädiert, dann gibt es auch keine Widerrufsklärung. Also da wird auch abgestimmt einmal, es ist nicht mehr dann wieder, ja, jetzt haben wir Angst vor den Klagewellen. Also ich finde das ein bisschen schwammig alles, ne? Das ist ganz ehrlich sagen, weil wir selber keine Sicherheit haben, was wir jetzt machen. Ne? Jetzt warten wir schon wieder ab und eventuell nochmal warten wir ja wirklich bis zum 1. September oder bis zum 30.6. bis von der Entscheidung getroffen wird. Da darf ich ja ganz kurz sagen. Hundertprozentig ist es da Vereine geben, die dagegen hundertprozentig. Du hast jetzt war doch die Abstimmung, war doch jetzt im Dings gestanden. Schon kommen die ersten Klagen auf jeden Fall dagegen. Ne? Es wird auf jeden Fall so sein, weil jeder Verein eigene Interessen hat. Und das ist das eigentlich, wo ich den Verband in Schutz nehme, wo sie ein bisschen schützen wollte, gegen solche Klagewellen. Und das ist ja auch der ursprüngliche Sinn, das überhaupt ins Netz zu stellen. Ja, mit einem Ziel, was der Verband von vornherein so ein bisschen vorgibt, genauso wie andere Vereine, die zum Beispiel über FUPA, ja, eigentlich schon von vornherein dagegen gemacht, gestimmt haben. Ja, das konnte man ja in den ganzen Artikeln, eigentlich, wenn du jeden Tag das so ein bisschen verfolgst, konntest du das lesen. Es wird auf jeden Fall. Aber eins kannst du nicht gegen in dem Moment, wo du den Verbandstag machst, ja, und es da festgelegt wird, dann hast du gar keine Chance mehr zu klagen. Das ist das Entscheidende. Und so richtig gesagt, ne? Während sie da aus diesen Vorfällen, da in der Bezirksliga Staffel 1 war das, glaube ich, oder 2, da in der Staffel, die während der Saison unterbrechen müssen, weil da ein Rechtsstreit vorlag. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, wie gesagt. Also ich bin nur gespannt, wie es jetzt weitergehen wird. Also ich kann mir das absolut nach wie vor nicht vorstellen, dass ab September eine Saison laufen soll. Das ist in meinem Kopf, ich kriege das nicht rein. Egal, welche Lösung es dafür gibt. Wie gesagt, das ist also für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen.
Kann ich dazu nochmal was sagen? Ja, gerne. Ganz kurz. Bevor es nachher wieder die ganzen Beschwerden gibt, dass die Jugendtrainer nichts sagen dürften oder zu kurz kommen. Also bei uns ist das so, wir trainieren ja die U17, oder ich habe die U17 bei Urbach und da kommt es natürlich doppelt, wie beim Dirk jetzt auch wahrscheinlich, die Ersten gehen wieder in die Schule und es wird immer schwieriger, die Jungs zu motivieren oder auch jetzt eine Zoom-Schalte, das machst du mit einer Jugendmannschaft nicht aus einem sozialen Brennpunkt. Sie sind froh, wenn sie WLAN haben, dass ich die überhaupt erreiche. Und wie alle sagen, wir würden gern wissen, wie es weitergeht. Das wissen, ich sag mal, die Hälfte der Bevölkerung weiß nicht, wie es mit dem Job weitergeht. Da kann der Fußballverband Mittelrhein auch nicht sagen, wie es weitergeht, weil es keiner weiß. Es ist natürlich einfach zu sagen, wenn wir hier zu 9 uns treffen oder zu 10, 12 und sagen, wie geht es weiter. Es muss mal irgendwann eine Entscheidung kommen. Aber es gibt ja keine Entscheidung. So eine Situation hatte ja noch nie jemand. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Jugendmannschaft, also einen Jugendtrainer, ist es, glaube ich, nochmals schwerer, die Jungs zu motivieren oder auch Kleine oder Eltern etc. Überhaupt, die Motivation wird immer weniger, auch bei uns, also jetzt von allen Seiten her, man merkt das schon. Ne? Bei Senioren oder gerade bei Damenmannschaften muss man ganz, ich kenne viele Damenmannschaften, jetzt auch die Deutzer Truppe, der Zusammenhalt ist da einfach ganz anders. Die klicken sich an und die machen was zusammen. Aber das hast du bei mir in der U17 ist das nicht so, also definitiv nicht. Und ich glaube auch in anderen Jugendnormalmannschaften, in den Normalstapeln, Leistungsklassen, Sonderligen ist das nicht so extrem. Ne? Das ist jetzt meine Meinung nochmal dazu. Ja, weil du gerade sagtest, die Schule geht wieder los. Also ich weiß es nur, meine Frau ist Schulleiterin. Die Schule geht ja auch noch nicht los. Also von daher, und ich denke, hallo? Mein Sohn geht seit wieder in die Schule. Was? Mein Sohn geht seit 2 Wochen wieder in die Schule. Okay, in welcher Klasse ist der? 10. Klasse. 10. Klasse, ist okay. Der muss ja einen Abschluss machen. Das ist ja was anderes. Ja. Aber das ist ja nicht die normale Schule, dass alle Kinder durchgehend in die Schule gehen. Das ist ja nicht so. Ja. Aber wir haben natürlich auch die Abschlussklassen. Jetzt, ich sag mal, U17 sind halt alle entweder Abschluss oder Abitur. Die müssen alle wieder. Die haben geteilten Unterricht. Und selbst da funktioniert in den Schulen funktioniert das Digitale überhaupt nicht. Es wird zwar in der Politik ganz toll gesprochen darüber, aber jeder sollte Zoom und jeder, wir machen digitalen Unterricht. Mein Sohn hat 5 Wochen so gut wie keinen Unterricht hier zu Hause gehabt. Verstehst du, was ich meine? Darum geht es. Ne? Das ist bei uns, bei den Jugendtrainern bis unten rein, kommen noch ganz andere Probleme als Fußball dazu. Mir habe ich ja beim letzten Mal beim Querpass schon gesagt, dieser soziale Aspekt ist viel, viel wichtiger, dass gerade, ich sag mal, aus den sozialen Brennpunkten, Potz oder Urbach ist nun mal auch ein sozialer Brennpunkt, dass ich da die Jungs wieder auf den Platz kriege. Das ist viel wichtiger. Ne? Deswegen, ob die spielen oder nicht, sondern, wie gesagt, dass die Plätze halt wieder geöffnet werden, egal ob Fußball oder andere Sportvereine auch. Ja, vielleicht darf ich da kurz einhaken. Ich stimme dir voll zu. Ganz kurz, eine Sekunde. Klaus hatte Fabian schon gesagt, dass du um 19 Uhr das Meeting verlassen musst. Ja, deswegen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Gesundheit und dass wir bald klar haben und dass wir alle auf dem Fußballplatz können. Ja? Ich würde mich auch kurz anschließen, weil ich muss auch los. Alles klar, danke euch. Bis bald. Vielen Dank. Macht's gut. Alles gut. Ciao, ciao. 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 Ja, ist eine verrückte Sache. Also ich denke, auch wir kommen alle nicht auf einen Punkt. Ja, aber gut. Marco, du hast vollkommen recht. Es ist wichtig, die Jungs wieder auf den Platz zu bringen. Und es ist völlig, völlig unabdingbar, wie die im September oder weiß nicht wann motivieren können und ob wir die auch noch haben dann. Du hast recht, viele kommen jetzt zum Abschluss. Viele gehen vielleicht in die Lehre oder was. Das steht natürlich auch alles im Vordergrund. Für uns ist es natürlich auch schwierig, die wirklich zu motivieren und sowas wie ihr kann man nicht machen. Ja. Mittlerweile, ich habe letzte Woche auch gesagt, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie überhaupt es weitergehen soll mit irgendwelchen Hygieneregeln bei Jugendlichen oder auch Kindern. Halte ich für extrem schwierig, weil die dann, wenn die auf Platz stehen, machen die sowieso, was sie wollen. Sport. Aber mittlerweile bin ich auch wäre ich mal froh, wenn ich mich mit denen überhaupt mal wieder treffen kann. Ja, also nicht mal das ist ja erlaubt. Ich kann ja noch nicht mal mit denen irgendwo jetzt Platz treffen und sagen, was mache ich mit euch und so weiter.
wenn sie wenigstens das mal erlauben würden, dass das Vereine dann einfach mal sagen können, also gerade im Jugendbereich, man sagt dann, pass mal auf, ihr könnt euch wenigstens mit euren Jungs wieder treffen da. Also ihr dürft zwar noch kein Fußball spielen, aber wenigstens mal wieder treffen. Aber ich darf mich ja nicht mehr als mit einem draußen treffen. Unheimlich schwierig, jeden Jugendtrainer und im Brennpunkt natürlich noch mal schwierig. Ich habe noch was gesehen, aber das war's auch. Also mehr geht nicht. Und da müsste eigentlich mal was passieren, jetzt so langsam, dass wir die Jungs auch wieder so auf den Platz kriegen, dass wir mal wieder reden können. Dann gucken, wer ist überhaupt noch dabei. Wer will noch irgendwie. Ich habe einige Jungs gesagt, die wollen, aber in der Schule ist das gleiche Problem ja auch. Wie wollen die da die Abstandsregeln einhalten? Mir fehlt einfach die Fantasie mit denen. Ja. Zu spielen, solange das hier diese Planung, diese Einfachheit und sich lustig anzustecken. Mir fehlt einfach die Fantasie. Aber dann wäre es vielleicht klasse, wenn jetzt jeder nochmal sagen würde, wie es aus seiner Sicht jetzt tatsächlich weitergeht, als Abschlussplädoyer, und dann kommen wir auch praktisch zum Ende unserer Aufzeichnung, dass jeder nochmal sagt, wovon er ausgeht, was jetzt tatsächlich entschieden wird. Also wie gesagt, es steht ja noch nichts fest. Und wenn jeder jetzt mal einen Tipp abgeben könnte, wie es weitergeht. Kommt zum Abbruch oder wird die Saison tatsächlich fortgeführt? Marco, ich frage dich als Erster. Also ich gehe davon aus, egal wie, es wird jetzt wieder wochenlang rumdiskutiert und getan und gemacht. Es wird abgestimmt, wie das immer so ist. Aber ich denke, es gibt einen Abbruch, wo wir auch als Urbach für gestimmt haben, was meiner Meinung nach auch im Moment die beste Lösung ist, weil wir reden von September und es weiß gar keiner, was im September ist. Wir können es überhaupt nicht sagen. Vielleicht spielen wir noch ein Jahr kein Fußball. Das wissen wir alle nicht. Das ist mein Abschluss. Mehr sage ich nicht dazu. Günther, ein kurzes Statement zum Schluss. Also ich bin der Meinung, dass hier Mitte Mai wieder Trainingsmöglichkeiten da sind und wir uns den anderen beiden Verbänden des Fußballverbandes Westfalen anschließen sollten und sollten die Saison abbrechen. Das ist meine persönliche Meinung. Und da ist würde von der ganz klar Klarheit herrschen. Und der Fußballverband Mittelrhein, glaube ich schon, dass er aufgrund der Abstimmung sich da jetzt halt, vielleicht danach orientiert. Das ist meine persönliche Meinung. Vielen Dank. Dirk, ein Statement von dir zum Schluss. Ja, also unser Verein hat auch einstimmig abgestimmt, für Abbruch gestimmt. Ich bin da jetzt mittlerweile auch für klare Linie, klare Kante jetzt. Möglicherweise Tabelle einfrieren, weiß ich was, Quotient bilden oder sonst was, aber geht nicht, denke ich. Nein, aus meiner Sicht, meine Meinung, dass man die nicht annulliert, die Ergebnisse. Und dann sagt, okay, und wann wieder Fußball überhaupt möglich ist, steht ja absolut in der Sprache. Ja, noch nicht mal auf Platz, wie ich eben sagte. Alles klar, danke. Ruben. Ja, ich finde, dass man zuerst mal darauf hoffen sollte, dass man die Plätze halt immer wieder aufbekommt. Also ich glaube, Kleingruppenarbeit ist das, worauf wir gerade alle ein bisschen hoffen. Wir haben alle Spieler, denen es unter den Fußnägeln brennt, dass sie endlich wieder auf den Platz dürfen. Und ich glaube, die Entscheidung ist erstmal wichtig. Ich glaube, es ist gerade für alle Verbände auch schwierig, einfach einen neuen Startpunkt zu finden. Weil wir können ja gerade keine Saison wirklich planen, weil wir überhaupt nicht wissen, wann wir wieder wirklich loslegen können. Wann setze ich eine Vorbereitung auch so setzen, dass ich dann zum Saisonstart maximal gut fit bin. Und das ist aktuell natürlich extrem schwer, weil sich das ja jederzeit verschieben kann, dass wir dann vielleicht wirklich erst im November wieder spielen. Deswegen glaube ich, wäre es glaube ich für uns alle auch wahrscheinlich mental und emotional ganz gut, wenn wir erstmal zurück auf den Platz gehen dürfen, in kleinen Gruppen und dann einfach abwarten, wie sich das Virusgeschehen entwickelt. Darauf können wir keinen Einfluss nehmen, außer uns aktuell persönlich an Regeln zu halten, aber mehr ist gerade aus der Sicht nicht machbar und ich glaube, in dem Dilemma stecken die Verbände und solange das der Fall bleiben wird und da von oben keine klare Regelung kommen wird, wird es einfach extrem schwierig, das abzusehen. Ich glaube, aus dem, was ich jetzt mitbekommen habe, was den FVM angeht, dass man da auf jeden Fall die Saison zu Ende bringen will. Also das war sehr, 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 sehr offensiv, wie damit umgegangen worden ist. Jetzt hat man ein Votum bekommen, was einem nicht groß weiterbringt. Aber deswegen würde ich aktuell persönlich erstmal davon ausgehen, dass der FVM an der Richtung, die er gerade vorgeschlagen hat, festhält, wenn nicht von oben vielleicht eine andere Ansage kommt, die der vielleicht der Westdeutsche Verband dann generell trifft und wo dann der FVM sich vielleicht umentscheiden wird. Aber ich finde, das ist ganz schwer zu sagen.
Es ging mir ja jetzt persönlich um die eigene Meinung eines Einzelnen, wie er das sieht als Trainer, Schluss oder weiter und warten. Darum geht es ja eigentlich. VM wird ja sowieso machen, was die für richtig halten letzten Endes. Ja. Ich halte auch einen persönlichen Abbruch für richtig, einfach die Chance zu bekommen, eine Saison neu zu planen, angefangen von allen Planungsmöglichkeiten, die wir haben, jetzt die Saison beendet zu haben. Dafür würde ich auch plädieren. Da haben wir auch auf der höheren Verbandsebene für plädiert, das abzubrechen. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, dass man eine sportliche Entscheidung am Ende haben möchte. Aber ich persönlich würde auch einen Abbruch bevorzugen, definitiv. Daniel, kurzes Statement zum Schluss. Ja, ich würde auch abbrechen auf jeden Fall, rein, um schon die Planungssicherheit zu haben, 3-4 Monate vorher, wenn es wirklich am 1. September losgehen sollte. Selbst wenn es am 1. November losgehen sollte, hat man immer noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit, aber ich würde auch für Abbruch plädieren, weil es einfach mehr Planungssicherheit gibt. Ne? So sind wir alle ein bisschen im Wischiwaschi-Modus und ja, alles hat schwammig. Also das ist meine Meinung. Okay, Jupp, dein Abschlussplädoyer. Von den zwei schlechten Sachen ist das Beste noch Abbruch. Das ist einfach so. Ich habe meine Meinung ja gesagt, denke ich mal. Und ja, alles, was Abbruch ist, ist, denke ich mal, der falsche Weg. Weil, wie die Jungs ja schon sagten, wie soll man das Ganze planen bei Fortführung? Aber bei Abbruch gibt es ja auch kein richtiges Konzept. Absteiger, Aufsteiger. Ich würde Abbruch, die Tabelle nehmen vor der Winterpause. Feierabend. Rafa. Ja, also ich denke auch, ein Abbruch ist das Sinnvollste, was der Verband jetzt machen kann. Und ich hatte ja eben schon gesagt, mit Koeffizienten das Ganze belegen, keine Absteiger, dafür aber die Aufsteiger nach Koeffizienten. Und dann hat man Planungssicherheit, ob es dann, wie jemand schon gesagt hat, der 1.9. wird oder 1.10. Aber man kann auf irgendetwas hinausarbeiten, wenn hoffentlich im Mai jetzt die Plätze wieder aufmachen. Ja, das ist mein Statement. Rasin, danke. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, beste Lösung wäre es ein Abbruch der Saison. Die sollen nur halt die Regeln finden für die Aufsteiger bzw. Absteiger, dass jeder irgendwie mal wenigstens ein bisschen zufrieden ist. Und dann sollten wir wirklich mit neuer Saison irgendwann mal September, Oktober planen. Also für Abbruch, wie wir auch abgeschrieben haben. Okay. Vielen Dank für euch, bei euch allen, für die Teilnahme. Wie gesagt, wir drehen uns auch alle im Kreis. Keiner weiß genau, wie geht es weiter. Gesundheit ist das Wichtigste, Fußball ist ein Randteil. Aber das betrifft uns eben alle und uns interessiert eben dieser Sport. Von daher ist das natürlich auch sehr wichtig für uns. Wir bleiben einfach alle in Kontakt. Wir sehen, was die nächsten Wochen bringen. Und wie gesagt, ich würde mir nur wünschen, euch alle mal irgendwann auf dem Fußballplatz in eurer Funktion als Trainer wiederzusehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, bleibt gesund und bis bald. Vielen Dank. Dir auch. Ciao, schönen Abend. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Ciao.